Du bist erst ein Mann. Nimm schon deine Eltern ein paar Millionen zu kümmern. So. Du bist erst ein Mann, wenn du das. Wenn der zum Beispiel bei mir muckt. Da war so ein Gebüsch. Digga, dann hab ich mich einfach hingekniet, Bruder. Ja? Dann hab ich. Ich bin noch nicht eine von. Okay, du bist nicht peinlich. Ihr beide jetzt. Ihr seid der Fall der peinliche Story, die ihr zusammen hatte. Mit Amerika? Nein. Boah, Amerika hört sich gut an. Was geht ab, Leute? Euer Onkel wieder am Start. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Danke, dass ihr zum neuesten Video eingeschaltet habt. Wir sind hier wieder mal in Frankfurt. Es ist schon spät geworden. Wir hatten eine schwere Anreise, Leute, aber jetzt sind wir da für euch. Wir fragen die Leute hier in Frankfurt, was die Eltern über diejenige Person nicht wissen dürfen. Also da werden auf jeden Fall peinliche, lustige Geschichten mit dabei sein, würde ich sagen. Leute, falls ihr mich unterstützen wollt, lasst auf jeden Fall einen wilden Kommentar da. Like das Video, teilt das Video, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, genießt das Video. So, Leute, wer haben jetzt hier denn? Ibo. Und? Kamo. Wie alt seid ihr, Jungs? 17, 18. Aus Frankfurt? Ja. Ja. Was dürfen deine Eltern nicht von dir wissen? Was sind da so Sachen? Oder dass ich überhaupt eine Freundin hätte oder haben sollte. Was würden deine Eltern sagen, wenn du eine Freundin hättest? Ja, ich hätte dick Ärger bekommen. Was bist du für ein Landsmann? Türke. Und du darfst keine Freundin haben? Natürlich nicht. Ja. Mein Vater denkt direkt, ich lenke mich ab und so. Weißt du, ich gehe was machst arbeiten. Du? Der, du lenkst dich ab oder was? Ja, ja. Was dürfen deine Eltern nicht von dir wissen? Boah, ich sag so, meine Eltern, also mein Vater ist wie mein bester Freund. Ja, boah, Maschallah. Also das ist echt schön sowas, ja. So, der sagt immer zu mir, ich bin nicht dein Vater, ich bin dein bester Freund. Ja? Du kannst alles mit mir reden. Ja? Ich stelle Mädchen ungern meinen Eltern vor. Ja? Erst wenn ich weiß, sie ist die Richtige, dann... So, stell dich ja. vor, so. Also sowas dürfen deine Eltern nicht wissen, wenn du mit anderen Mädchen was hast. Oder? Nein, Bruder, so. Zum Beispiel trinken und so. Ja. Boah, das auch nicht. Ich sag so, mein Vater weiß, dass ich trinke. Ja. Aber bei uns ist halt so, Respekt. Ja. Boah, ich will sie nicht. Du sagst es nicht, du würdest auch nicht vor Ort trinken, ne? Boah, ich will auch, sowieso nicht, Bruder. Ich bin auf jeden Fall so alt genug, wo ich trinken kann. Ja. Aber ich will es halt niemals vor meinem Vater machen, weil dann verliere ich halt den Respekt vor Vater und Sohn. Weißt du, dieser Respekt vor Vater und Sohn ja. muss immer da sein. So Leute, Frankfurt-Videos, ihr wisst, was für mich fehlen darf. Breezy ist wieder am Start. Breezy darf nicht fehlen, Digga. Honor, du bester Mann. Digga, du weißt Bescheid, Digga. Zieh mal deine Maske an, Lan. Was ist das, Lan? Gibt's kein Corona hier oder was? Bruder, es gibt hier, guck mal, diese Leute. Was für Sachen dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Krass, peinlich. Hau raus, Bruder, erzähl ein paar Geschichten. Alter, Geschichten erzähle. Bruder, das sind diese Geschichten, Digga. Odom, nicht auf die Schiene. Odom, nicht auf die Schiene. Digga, Bruder, da läuft noch eine Sache. Erzähl. Da läuft eine wilde Digga. Ich war letztes Jahr in Amerika. Bitte so, dass das Video grün wird. Okay. Ich war letztes Jahr in Amerika. Ich bin nach Los Angeles geflogen und wir sind von L.A. nach Las Vegas gefahren mit dem Auto und Mietwagen. Yeah. 47 Grad, Death Valley, Wüste. Das ist dieser Highway, diese Road. Yeah. Boah, diese andere Film, diese ja. richtig, so die 47 Grad, Digga, da schmilzt hier der Asphalt. Yeah. Freund von mir hat sich richtig viel Wasser geholt auf der Fahrt. Ich habe nicht auf ihn gehört. Ich habe Cheetos geholt. Es war ein Fehler gewesen. Ich sag so, hier laufen zu viele angebliche kranke Leute. Ja. So, ich sag dir ehrlich, das sind Rambos, die einen auf Rambos machen, so Jackie Chan seine Familie. Jackie Chan seine Familie, ja? Jackie Chan seine Familie, die denken, die wären was, wenn die hier laufen, Stress schieben. Ja. Boah, ich sag dir so einmal, Mensch ist ja halt so, du gibst einmal einen Fuß, triffst falsche Stelle, der ja. geht schlafen. Wenn die alleine hier laufen, boah, die gucken dich nicht mal an. Ja. Aber wenn sie 10 sind, direkt. Boah, das ist überall. Boah, die so. Gucken dich doch richtig schief an. Boah, das ist überall so. Ja. Boah, aber ich sag dir ehrlich, Frankfurt ist eigentlich eine schöne Stadt. Ist auch gut, es ist ruhig. Ja. Aber nur diese Kinder halt, die ja. scheißen rein. Boah, die kommen hier vor Kamera, blamieren sich. Ja. Nur damit diese YouTuber Klicks kauft. Ja. Oder was heißt Klicks kauft? Klicks kriegt. Ja. So. Ja. Zum Beispiel, meinst du jetzt mich oder was? Nein, nicht. Boah, ich sag dir so, ja. ich kenne dich ja persönlich. Ja. Deine Videos sind anders als die anderen. Danke, ich will jetzt nicht Namen erwähnen oder so. Die stellen extra so Fragen, damit die Person so behindert rüberkommt. Boah, ich bin so ein Mensch, ich gehe von Stress weg. Ja, aber wenn ich merke, du kommst zum Beispiel hier, schiebst bei mir zweimal Stress, ich sag egal. Dreimal Stress, egal. Vierte Mal kommst du und danach sage ich nicht mehr egal. Ja. So. Ist auch so. Ich finde das aber auch gut, also man muss Geduld haben. Jeder will hier ja. einen auf Mann machen. Das ist kein Mann. Das ist kein Mann. Weißt du, ich meine, du bist kein Mann, wenn du so cool machst. Wenn ja? die 1 gegen 1 machen und der gewinnt und der andere kassiert, ist ein Mann. Bro, du bist kein Mann, wenn du 1 gegen 1 machst oder gewinnst oder verlierst. Du bist kein Mann, wenn du auf der Straße Leute aus. Du bist ja. erst ein Mann. Nimm schon deine Eltern ein paar Millionen zu kümmern. So. Du bist erst ein Mann, wenn du das. Wenn der zum Beispiel bei mir muckt. Ja. Ich bin erst ein Mann, wenn ich dann sage, ey. Ist egal. Ja, Wallah, ja. Weiter. Ja. Boah, weißt du, wie viele Leute bei mir gemuckt haben, Bruder? Ich sag, ey, ist mir egal, ich lauf ja. weiter. Boah, ja, ich krieg sogar fast Gänsehaut, Leute. Ich war mit 18 so eine Mentalität, die meistens sogar Männer mit 30, 40 Leute haben. Deswegen schreibt da gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir sind zwar vom so, Thema abgewichen, aber sehr stark auf jeden Fall. Auf jeden Fall so, mein Vater hat viel zu viel mir beigebracht. Ja. Wo ich mir denken Bruder. Kann, alle. Respekt an den Vater. Ich musste richtig kacken, Digga. Ich hatte richtig was gehabt. Und da gab es keine Toiletten, weißt du? Und dann habe ich. Man kennt das, Bruder, diese langen Strecken und so. Genau, diese langen Strecken. Wir sind angehalten, es war so ein Gebüsch. Kennst du diese Vegetation dort? Ist anders, Bruder. Ich war noch nie da, aber ich kann es mir Bruder, vorstellen. Ist anders, diese Vegetation. Dann haben wir so, da war so ein Gebüsch. Digga, dann habe ich mich einfach hingekniet, Bruder. Ja? Dann habe ich einfach rausgelassen.
Wurdest du auch erwischt? Hör zu, da hinten war Polizei. Niemals. Polizei doch kam. Stopp, Bruder, mein Geschenk. Das war. Nein, da kommt einfach mit Welpen. Okay, das war diese LAPD, Digga. Das war diese richtig ekelhafte Polizei. Ja? Die kamen dann zu uns, Digga, und ich stand dann, ich war dann so mit Hose runter. Badehose, ich bin mit Badehose. Hatte ich gehabt. Komplette Arsch voller Scheiße. Noch so ein bisschen so Dings von Gebüsch habe ich noch so genommen, um zu wischen. Also diese Menschen. Frankfurt auf jeden Fall hat zurzeit einen schlimmen Ruf. Aber Bruder, ich versuche das auch ein bisschen in meinen Videos zu ändern, weil ich komme hier hin und so, weißt du, wir drehen ja ganz lockere Videos. Man merkt ja auch, in Frankfurt gibt es auch normale Menschen mit dem Intellekt. Die sind anders als die anderen YouTuber. Die kommen hier nur wegen Klicks und so alles von anderen Städten. So, ich sag dir ehrlich, ich kenne dich, du weißt, ich kenne dich persönlich, so. Deine Videos und deine Fragen sind anders. Ich sag so, du bist wirklich ein Mann in meinen Augen, weil du stellst niemanden hier behindert oder sonst was vor. Du stellst dich so Fragen, ey, da ist ein alter Haus, wie viele Fische sind da, so weiter, weißt du, diese Fragen halt. So. Bruder, ich danke dir auf jeden Fall, ja. Ich sag dir so, du bist wirklich anders als die anderen. Ich sag so, wer den nicht folgt, ist kein Mann. Hier, Junge, das sind Statements. Boah, hat er gesagt. Hartes Statement, okay? Wer den nicht folgt, ist einfach kein Mensch. Der ist einfach direkt. Was hast du da gesagt? Boah, wie viel soll ich dir geben für diese Worte? Wir haben 200 gesagt, ne? Du brauchst mir nichts zu geben. Ilias aus Rüsselsheim geht bei den Pfeife rauchen, der kann gute Köpfe bauen. YUNGILOOOO. Boah, ist der wild. Nicht mal bei Videos mitmachen, direkt Werbung rein. Normal, Bruder. Kommt gleich rein, Bruder, eine Minute. Weißt du, es läuft. Soll ich Insta sein? Camo.persa, könnt ihr alle folgen. So, fertig. Check die Boys ab. Amerika, die so, what you doing, man? What is this? What you doing here? Man, so, no, sorry, man, no, sorry. I have to scheißen. Die gemacht, bitte. I have to Was haben die gemacht, bitte, Bruder? Bruder, die haben direkt, oh, sorry, hey, Giro. Von hier direkt so. Verhaftet, ne? Bruder, direkt, kein Spaß. So, ey, Leute, so, schreibt mal kurz in die Kommentare, ob das wahr oder gelogen ist. Ist es wahr? Bruder, das ist 100% wahr. Ich mein's ernst, kein Spaß, Digga. Kannst du das bezeugen? Was? Ehre genommen. Breezy, wie heißt du auf Insta? X-Breezy mit 2e. Ich kenn dich doch schon. Unten steht Yusuf31, man kennt sich, Bruder. Man kennt dich. X-Breezy, Digga. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt leider ein bisschen mitbekommen, ich bin von der Frage ein wenig abgewichen, weil die Leute ein bisschen Angst hatten, Sachen preiszugeben, die halt erlebt haben. Weil die halt immer so denken, okay, die Eltern sehen das und so. Aber ist auch verständlich. Ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen hat, dass ihr Spaß habt beim Zuschauen. Falls ja, Glocke aktivieren, liken, was noch? Checkt das Video ab, Leute. Was haben sie schon. Was sollen die jetzt mal machen? Ihr sollt abchecken. Kommentieren. Ich vergesse bitte den Algorithmus. Also, 2, 3 Kommis da lassen. Ihr wisst Bescheid, Team Ono. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute.